So Leute, willkommen zurück zu Fire Emblem The Sacred Stones. Der erste Part ist letztens hochgeladen worden, nun steht der zweite an. Und ich habe vergessen, etwas zu tun. Ein kurzes Geräusch wird kommen. Ich muss meine Stoppuhr noch einschalten. So. Ja, der erste Part ist letztens hochgeladen worden. Ich weiß zu diesem Zeitpunkt noch nicht, wie er darauf reagiert. Und ich hatte im letzten Part erwähnt, dass ich mich nochmal dementsprechend, was die Reihenfolge meiner Informationen, die ich euch geben wollte, dass ich die ändern werde, dass ich erstmal mit diesem Spiel anfangen werde, was dieses Spiel hier ist, wie viele Teile in der Reihe und so weiter. Dann werde ich nochmal über die Fire Emblem-Reihe etwas philosophieren und dann erst über mich selbst persönlich etwas sagen, weil ich hatte ja im letzten Part das etwas durcheinander geworfen und das hat mir selbst nicht so gefallen. Aber es muss auch Fails geben. Also, langer Rede, kurzer Sinn. Ich werde gleich mal weitermachen. Speichern wir auf diesen Spielstand. Ich habe mir gerade noch das Video angeguckt. Es ist alles in Ordnung. Kapitel 1. Flucht. Prinzessin Tana, Graus Streitmacht drückt an. Wie? Jetzt schon? Wir hatten nicht genug Zeit. Milady, wir haben nicht genug Waffen, um unsere Stellung zu verteidigen. Wir müssen zu Schloss Fredia zurückkehren. Unmöglich, nicht jetzt. Wir haben Irika und ihre Gefährten noch nicht gefunden. Irika ist meine Freundin und sie braucht meine Hilfe. Ich lasse sie nicht im Stich. Oh, ich weiß. Geh und bitte Vater, ich meine König Heiden, um mehr Truppen. Ja, euer Hoheit. Irika, bitte halte durch. Commander Breguet, der Name ist echt schlimm. Commander Breguet, der Feind scheint seine Stellung in dem Schloss zu verstärken. Sie sind zäh, aber sie werden uns nicht aufhalten können. Wie lautet euer Befehl, Sir? Ha, Befehle? Haltet eure Stellung und seht zu, ich selbst werde sie zerquetschen. Wie ihr befehlt, Sir. Nein, der arme kleine... Jo! Der arme kleine Schwertkämpfer. Crit 1%. Natürlich crit, okay, es war gescriptet, aber trotz alledem, das kann auch gut und gerne mal im normalen Spieldurchlauf passieren. Ha, das blüht euch, wenn ihr euch meiner Lanze stellt. Fuck. Sofort stehen bleiben. Ruft eure Truppen zurück und kehrt um. Oder ihr werdet euch mit mir messen müssen. Ach ja, und wer magst du sein? Wer? Ich bin Tana, die Prinzessin von Fredia. Ich werde nicht zulassen, dass ihr mein Land noch länger bedroht. Fredias königliches Görvi, wie entgegenkommt. Verlasst sofort dieses Schloss. Fügt ihr mir Leid zu, werden mein Vater und mein Bruder euch bis ans Ende der Welt jagen. Ja, ich hörte, wie abgöttisch König Heiden seine kostbare kleine Tochter liebt. Finden wir doch heraus, wie sehr dies der Wahrheit entspricht. Du wirst mir eine nützliche Geisel sein, meine Liebe. Schnappt das Mädchen und sperrt es ein. Sofort, Sir. Nein, lass mich los. Okay, well. That escalated quickly. Seth, sieh doch. Ich sehe es. Es scheint, als hätte Gerados Armee Fredia bereits erreicht. Prinzessin, dieser Ort ist gefährlich. Wir sollten Mulan meiden und direkt zum Schloss reiten. Aber wir können das nicht einfach ignorieren. Du warst dabei, als Renee fiel. Du hast gesehen, was auch ich sah. Du hast gesehen, wie sehr das Volk unter der Knute von Gradus Soldaten leiden musste. Häuser wurden zerstört, Besitztümer gestohlen, Frauen entführt. Jeder, der Widerstand leistete, wurde ohne weitere Fragen, ohne zu zögern, exekutiert. Bitte, Seth, ich kann nicht zulassen, dass dies auch hier geschieht. Ich will nicht sehen müssen, dass noch mehr Menschen unter Gradus Grausamkeit zu leiden haben. Also gut, Prinzessin. Ich verstehe, vielleicht können wir Mulan zurückerobern. Aber Prinzessin, ihr müsst mit größter Vorsicht vorgehen. Auch euer eigenes Volk braucht euch. Selbstverständlich, Seth. Komm, lass uns gehen. So, da geht es endlich los. Nach 5 Minuten, gut und gerne 5 Minuten. Und, wie ich sagte, ich fange jetzt erstmal mit ein bisschen was zum Spiel selbst an.
Wie ich auch im letzten Part sagte, ist das hier der 8. Teil in Japan, bei uns der 2. Teil. Für den GBA erschienen, 2004 und 2005, entwickelt von Insheon Systems, die auch verantwortlich sind für die Paper Mario Reihe und Advance Wars. Ich kann ja währenddessen mal ein bisschen zocken. Was hat Seth denn so an Waffen? Stahlschwert, Silberlanzen und Heilmittel. Okay, Seth, du wirst nicht eingesetzt. Ich setze dir nie ein, kein Durchlauf. Aber erstmal weiter im Text. Hm? Ist das die Prinzessin von Winnie? Das muss mein Glückstag sein. Ruhm und Reichtum sind mir sicher. Vorwärts, ihr Schnecken. Bringt mir dieses Mädchen. I don't think so. Okay. Level up. Es gibt Besseres. Aber Rika hat ein mieses Verteidigungswachstum. Zumindest bei meinen meisten Durchläufen. Aber erstmal weiter im Text. Sir Gilliam, ist das Mulan? Haben wir bereits Fredias Grenze erreicht? Ei, das haben wir. Ihre Hoheit Prinzessin Tana sollte sich im Schloss aufhalten. Aber seht nur, das Land wimmelt von Grados Soldaten. Wo ist die Palastwache? Ist Mulan gefallen? Sind wir zu spät? Lässt sich schwer von hier aus beurteilen. Prinzessin Tana befindet sich nicht in Gefahr, wenn sie als Durchmittel einsetzen wollen. Wir Männer der östlichen Garde werden für ihre Sicherheit sorgen. Ja, natürlich. Wir dürfen nicht aufgeben. Wir müssen los. Wir müssen das Schloss befreien. Danach reiten wir los, um Prinzessin Arika beizustehen. Ich trage die stärkere Rüstung. Ich übernehme die Spitze. Haltet ihr mir den Rücken frei. Ja, und um weiter zu reden über dieses Spiel hier, meine Güte, da wird man dauernd unterbrochen von den ganzen Charakteren. Aber jetzt haben wir wieder Franz, wir haben Gilliam, um das eben schnell nochmal abzufrühstücken. Gilliam, ein Ritter, Level 4, Eisenlanze. Und hier einmal seine Werte. Level C, schön. Fällt mir jetzt noch so das Spiel ein. Richtig, wie man sieht, können unsere Charaktere einzelne Felder weit laufen. Das gesamte Spielbrett sozusagen ist in einzelne Felder unterteilt, wie beim Schach. Jeder Charakter, in dem Falle, ich werde mal eben schauen. Reichweite der Waffe steht hier unten einmal. Ausrüstung, Reichweite der Waffe, er hat ein Eisenschwert. Also es gibt verschiedene Waffen auch. Wie man hier sieht, Schwert, Lanze und es gibt noch Äxte. In Fire Emblem generell ist das wie mit Schere, Stein, Papier. Es gibt ein sogenanntes Waffendreieck. Die Äxte schlagen die Lanzen schlagen die Schwerter und die Schwerter schlagen die Äxte. Bücher und Bögen sind davon noch ausgenommen, denn die gibt es auch noch als Waffen, aber dazu zu gegebenen Zeitpunkt mehr. Und jeder Charakter, jede Einheit kann eine bestimmte Anzahl von Feldern laufen. In Franz seinem Falle, mal eben schauen, wo stand denn die Reichweite? Da steht es bewegen. 7 Felder kann er sich bewegen. Und die einzelnen Werte kann ich ja auch nochmal erklären. SDR heißt Stärke, darunter dann Fähigkeit, Geschwindigkeit. Glück ist sogar ausgeschrieben. Verteidigung, Resistenz. Resistenz ist sozusagen die Spezialverteidigung, um das mal auf Pokémon zu beziehen. Bewegen hatte ich ja gerade eben erst erklärt. Und die Kondition. Ich glaube, Kondition hatte hier noch was damit zu tun, wie, desto mehr Schaden wird verursacht. Aber ich glaube, bei Konstitution oder physische Statur beeinflusst Rettungen. Okay, ich dachte, das hätte hier noch etwas mit der Waffen... Ach, das wollte ich noch gar nicht. Mit der Schwere der Waffen zu tun. Zum Beispiel, Eisenschwert, Gewicht von 5. Nein. So. Hätten wir jetzt eine Stärke von 4... zum Beispiel, dann würde uns von der Geschwindigkeit einer abgezogen werden. Sprich, wir haben eine Waffe mit 5 Gewicht. Und wir haben nur 4 Stärke. 5 weniger 4. Dementsprechend ist da noch 1 übrig. Und das, was dann halt von der Stärke nicht abgedeckt werden kann, wird dann von der Geschwindigkeit abgezogen. Das wäre dann in dem Fall der eine Wert dort. Da hätten wir nur eine Geschwindigkeit von 6. Und Konstitution, das ist nochmal ein bisschen was anderes. Aber das kann ich bei gegebenem Zeitpunkt erklären. Ich kann zum Beispiel, geht das hier mit? Ja, richtig. Ich könnte jetzt retten.
Sprich, William hat einen Hilfswert von 13, und Franz hat eine Konstitution, also ein Gewicht von 9. Wir können jetzt Franz einfach aufnehmen, wenn er in einer prekären Situation wäre. Und dann würden diese 9 von den 13 abgezogen. Wenn er jetzt, sagen wir, eine Konstitution hätte von 14, der gute Franz, dann könnte Gilliam ihn nicht retten. Dann ist er zu schwer. Andersrum zum Beispiel. Okay, er hat ja 16. Franz hat einen höheren Hilfswert. Ja, ich glaube, Eureka hat... mal kurz gucken bei Eureka. Eureka, Mädel. Zum Beispiel hier. Ein Hilfswert von 4. Sie könnte dementsprechend keinen von den beiden hochheben. Wenn ich mich recht entsinne. Ansonsten wird das wahrscheinlich wieder von der Geschwindigkeit abgezogen, aber... Bevor ich jetzt hier weiter Dünnpfiff rede, greife ich erstmal diesen kleinen Bastard hier an. Ah, Sperrkämpfer, Soldaten. Immer noch die schwächsten Einheiten in jedem Fall im Spiel. Ach nee. Aber dafür geben sie am Anfang immer gute Erfahrungspunkte. So, Eureka, bitte schlag den hier zu Brei. Und ihr seht, ein kleiner grüner Pfeil unten bei ihrem Rapier, da es ein Schwert ist, heißt das einfach nur, die Waffe ist im Vorteil. Dann ist auch die Trefferchance etwas besser, wenn man mit natürlich Waffen angreift, die im Vorteil gegenüber den Waffen sind, die ihr Feind trägt. Und ich weiß immer noch nicht, was ich mit dem hier machen soll. Gib mal deine Waffen ab. Boah, reden können wir auch mal. Bist du das, Franz? Ich bin erleichtert, dich noch in einem Stück vorzufinden. Ja, auch ich bin froh, euch bei bester Gesundheit anzutreffen, General. Solange ihr uns anführt, Sir, können die Ritter von Wayne nicht verlieren. Franz, du und ich, wir müssen zusammenarbeiten, um Prinzessin Eureka zu beschützen. Ich möchte, dass du mit uns reitest. Sir, es ist mir eine Ehre, Sir. Schade. Ich dachte, man könnte jetzt noch eben schnell mit ihm tauschen, aber es ging nicht. Ich habe sie gefunden. Nachzügler aus Wayne. Lass sie nicht entkommen. Wir haben eine... Ja, das geht. Noch habe ich etwas Zeit und ansonsten... werde ich es einfach ein bisschen länger laufen lassen. Herrgott. Da besteht ja kein Problem. Wie weit kann er laufen? Weit genug. Ich glaube, ich werde Franz vorschicken, aber bevor ich das mache... nein. Tausch. Gibst du ihm bitte das da und du gibst ihm mal das da. Und er kann gar kein Stahlschwert einsetzen. Scheibenkleister. Ah, was machen wir da? Okay, wir vergessen das dann einfach. Warte du mal da. Nein. Wie weit kann der kleine Depp da unten? Bis hier. Überschneidet sich nicht viel mit. Also dahin muss ich Franz schicken. Nee. Dann greift er ihn ja an. Verdammt. Ich muss ihn ja schon irgendwo hinschicken, wo er nicht so schnell erwischt werden kann. Oh, ich schicke ihn in den Wald. Ach, geht nicht. Deines Haus. Wie viel Verteidigung habe ich auf dem Haus? Ausweichen habe ich nur Verteidigung rein, zusätzliche. Aber das wird reichen. Na, kann Geld mehr reichen. Das sehe ich ja gar nicht gerne. So, alle Vorbereitungen getroffen. Jetzt können sie gerne kommen. Shit. Haha, daneben. Soll ich das jetzt in diesem Part noch anschneiden, generell die Fire Emblem-Reihe? Oder soll ich es im nächsten Part machen? Ich weiß es nicht. Wir haben ja... Ach, wir haben noch Zeit. Ich kann es ja jetzt schon mal... Ich kann jetzt schon mal anfangen, darüber zu berichten. Fire Emblem. Generell. Zu dem Spiel habe ich jetzt einiges gesagt, Informationen gegeben. Und Fire Emblem generell ist entstanden, natürlich durch... Ja, okay. Nochmal. Warten wir nur den Level ab. Schön. Schön. Gut, Fire Emblem ist entstanden 1990 als Famicom-Game. Natürlich unter Intelligent Systems. Wo man damals den jungen Marv spielte als Hauptprotagonisten. Das Spiel ist leider hierzulande nie erschienen, aber das Remake von Fire Emblem 1 auf dem DS, Fire Emblem Shadow Dragon hieß es, das haben wir wiederum erhalten. In Europa und auch in Amerika.
Und Fire Emblem generell ist eine rundenbasierte Strategiespielserie. Wie ihr ja seht, schon die ganze Zeit seht, es wird in Spielerzug und Gegnerzug unterschieden. Unsere Einheiten sind blau, die Gegner sind rot. Ganz einfach erklärt. Das Waffendreieck habe ich euch auch eben schon erklärt. Was es wohlgemerkt damals nicht gab. Das Waffendreieck existiert erst seit Fire Emblem 6, also die Story, die Roy befasst. Davor konnte man wirklich auch Lanzen mit Äxten schlagen, also da hatten sie es noch nicht so tief gemacht. Da kam es noch nicht auf Schere, Stein, Papier, warum, frage ich mich immer noch. Aber der erste Teil der Serie, wie gesagt, hat Marth. Da konnten wir Marth begleiten und wir kannten Marth natürlich nicht. Wir kannten die ganze Spieleserie noch nicht. Bis dann später in Super Smash Bros. Melee Marth und Roy kamen als spielbare Charaktere. Und da hieß es natürlich, die beiden seien aus der Spieleserie Fire Emblem. Hier kannten wir Fire Emblem nicht. Wir wussten einfach nicht, was ist das jetzt? Bis dann ein paar Leute halt auf die Idee kamen, mal zu recherchieren. Und da kam dann raus, es ist eine Spieleserie von Nintendo, die uns hier in Europa wirklich über 10 Jahre vorenthalten wurde. In Japan dachte man halt, dass es dementsprechend nichts wäre für die Europäer, dass das vielleicht ein bisschen zu langsam ist vom Spielgefühl. Und man hat es dann dementsprechend halt gelassen. Ich weiß jetzt sonst nicht, was ich noch so sagen soll. Der zweite Teil der Reihe, weiß ich gar nicht mehr, bei den... Ich glaube, das waren Sigurd und Siegfried, die dort als Hauptcharaktere waren. Aber ich kann mich nicht mehr genau dran erinnern. Naja, fangen wir dann mit Fire Emblem 7 an, was wir hier in Europa dann erhalten haben. Bei uns einfach nur Fire Emblem genannt. Dort haben wir dann Eliwood, Lynn und Hector begleitet. Wo in der europäischen Version am Ende des Spiels, wo gemerkt eine Szene rausgeschnitten wurde, dort hat man nämlich schon die Tochter und den Sohn gesehen. Einmal die Tochter von Hector und den Sohn von Eliwood. Und diese Szene haben sie in Europa rausgeschnitten, da ja dieser Teil, wo Roy und... Wie hieß denn nochmal die Tochter von Hector? Auf jeden Fall sagen wir mal, Roy und die Tochter von Hector halt nie... Teil 6. Die beiden sind die Protagonisten. Der Teil ist hier nie erschienen. Damit wir nicht einfach rumhauen, haben sie es dann dementsprechend rausgeschnitten. So kann man es erklären. Oh Mann, ey. Ich verhaspel mich in einem durch. Ich spiele jetzt für euch den achten Teil dementsprechend. Der japanische achte Teil, bei uns der zweite Teil. Der dritte Teil hierzulande, welcher war das denn nochmal? Um chronologisch dann mal weiter fortzuführen, das alles. Ich meine, das wäre Path of Wayans für den Gamecube gewesen. Der recht gute Wertung bekommen hat. Der Nachfolger auf der Wii wiederum schlechte Wertung. Da war die Story wurde so weitergeführt, es gab keine wirklichen Unterstützungsgespräche mehr im klassischen Sinne. Das hatte man zu bemängeln. Das Spiel an sich war ziemlich lang, muss man ja mal sagen. Und durch einen Übersetzungsfehler, wenn man hier in Europa auf normal ging, dann war es nicht normal. Da war es einfach die schwere Variante. Und was bei uns leicht war, war bei Japan normal. Also, ich habe die Spiele, glaube ich, bis jetzt auch nie geschafft auf normal. Ich habe es immer wieder versucht, aber ich packe es einfach nicht wirklich. Was ich eigentlich auch gerne mal für euch zocken würde, nur das Problem ist, ich habe keine Elgato oder etwaiges, dass ich jetzt zwischen Computer und Konsole stecken könnte. Aber erstmal weiter im Text. Bah. Welchem Haufen wertloser Hunde hat man mich nur zugewiesen? Natürlich musst du treffen. Okay, 73% ist ja jetzt nicht gerade wenig. Das kann nicht sein. Ich... So, dann hätten wir dieses Kapitel beendet und ich glaube, ich werde euch ein bisschen was zu Fire Emblem im nächsten Part erst nochmal weiter sagen, dann ich glaube, ich werde mich mal ein bisschen belesen. Teilweise weiß ich es auch selber, nur ich weiß nicht, wie ich es genau in Worte fassen soll, aber erstmal weiter im Text. Prinzessin Tana, Sir Gilliam, es tut mir leid, es lag nicht in meiner Absicht, euch so viel Kummer zu bereiten. Es war kein Kummer. Ich lebe, um zu dienen, Prinzessin. Tana! Eureka! Bist du es wirklich? Tana, was machst du hier so weit entfernt von Schloss Frelia?
Ich hörte, dass Renee gefallen ist und daher war ich so besorgt. Aber es freut mich zu sehen, dass du wohl auf bist. Warte, wo ist Ephraim? Geht es ihm gut? Ich wünschte, ich wüsste es. Du hast nicht von ihm gehört? Oh, ich hoffe, es ist ihm nicht zugestoßen. Komm, wir müssen Fredia erreichen. Mein Vater weiß vielleicht mehr. Vielen Dank, Tana. Irika und ihre Gefährten haben das Grenzschloss befreit. An der Seite von Prinzessin Tana von Frelia reiten sie auf die Hauptstadt Frelias zu. Na, muss das noch weitergehen? Okay, Leute, das wird jetzt dementsprechend länger. Puh, ist mir jetzt egal. Oh, Tana, ich freue mich so sehr, dass du unversehrt wieder zu Hause bist. Du hast keine Ahnung, wie besorgt ich war, als ich hörte, dass du an der Grenze zu Mulan angegriffen wurdest. Ohne meine Erlaubnis darfst du nicht wieder gehen, hast du verstanden? Seid nicht böse, Vater. Seht doch, ich bringe euch gute Neuigkeiten. Irika, komm hierher. König Haydn, ich bin erfreut, euch wiederzusehen. Selbst in diesen von Trauer erfüllten Zeiten. Ah, Irika. Es erfreut mein Herz, dich in Sicherheit zu wissen. Ich danke euch. Ich konnte aus dem Schloss entkommen, bevor Renee fiel. Aber ich weiß nicht, ob mein Vater... Ja, ich habe Nachricht über deinen Vater erhalten. Euer Hoheit, bitte sagt es mir, ist mein Vater unversehrt? Mein Freund König Fado hat den Fall von Schloss Renee nicht überlebt. Nein, das kann nicht sein. Es sei dir versichert, dass Grado für diese feige Tat bestraft werden wird. Dies sei im Namen Fredias versprochen. Irika, bitte, bleib hier und ruh dich aus. Ich vermag es mir kaum vorzustellen, wie erschöpft du sein musst. König Haydn. Ihr habt doch von Prinz Ephraims Verschwinden gehört, oder? Ja, wir hörten, dass der Prinz und seine Männer gerade bei jeder sich bietenden Gelegenheit zu schwächen versuchen. Man sagt, dass er seine Truppen sogar bis ins Imperium selbst geführt haben soll. Berichte lassen vermuten, dass er die Grenze überquert hat und jetzt im Rennwall kämpft. Mein Bruder, er kämpft weiter, selbst jetzt noch? Ja, so ist es. Meine Pegasus-Ritter haben für diese Informationen einen hohen Preis bezahlt. Obwohl René gefallen ist, dringt er immer weiter ins Herz des Imperiums vor. Er ist wahrhaftig Fardos Sohn. Was für ein tapferer Bursche. Ich wünschte nur, ich wüsste, dass er bei guter Gesundheit ist. Doch leider ist mir dies nicht bekannt. König Haydn, ich danke euch für euer Angebot, aber ich kann nicht bleiben. Ich beabsichtige, mit Verstärkung an die Seite meines Bruders zu eilen. Das kann ich nicht erlauben. Ich weiß, wie du dich fühlst, aber dieser Plan wäre reiner Selbstmord. Ich würde Fados Andenken verraten, würde ich dich solcher Gefahr aussetzen. Bleib hier, ruhe dich aus und traure. Überlass den Krieg den Kriegern. Ich weiß, dass ihr es gut mit mir meint, Euer Majestät. Aber ich habe meinen Vater verloren und mein Zwillingsbruder schwebt in Gefahr. Mein Bruder, er ist ein Teil von mir. Ich kann hier nicht tatenlos ruhen, während er sein Leben aufs Spiel setzt. Nein, Oenei hat keine Armee mehr. Gerade Streitmacht hat sie dezimiert. Ich wünschte, Fredia könnte dich mit Soldaten unterstützen, aber... Mein Sohn Ines befindet sich bereits auf dem Weg, um sich der imperialen Macht zu stellen. Wir können keine einzige Brigade entbehren. Die Ritter deines eigenen Gefolges können sich unmöglich allein gegen Grado stellen. Bist du denn so wild entschlossen zu gehen? Ja, ich entschuldige mich. Genauso resolut wie dein Vater, wie? Was mache ich nur angesichts solch verwegener Entschlossenheit? Vanessa? Hier, Euer Hoheit. Molder. Ihr habt gerufen, mein König? Gilliam. Ja, Sire. Ihr werdet Prinzessin Irika von Renee in das Territorium von Grado begleiten. Ich erwarte von jedem von euch, ihr hilfreich zur Seite zu stehen und auch ihren Bruder mit all eurem Können zu unterstützen. Eine große Verantwortung, die ihr uns damit übertragt. Egal, was sich uns in den Weg stellt, wir werden unsere Pflicht erfüllen. Unsere Leben gehören euch. Die sind einige meiner vertrauenswürdigsten und tapfersten Vasallen. Sie werden sich auf deiner Reise ohne Zweifel als überaus wertvoll erweisen. Vergiss nicht, du wirst hinter die feindlichen Linien geraten. Du wirst jede Menge Versorgungsgüter benötigen. Ich werde deine einen Versorgungswagen vorbereiten lassen. Darin kannst du deine Waffen und Verpflegung transportieren. Er wird stets an deiner Seite bleiben, egal wie weit du auch vom Weg abkommen magst. König Haydn, ich danke euch. Nein, spar dir deinen Dank für den Zeitpunkt deiner Rückkehr auf.
Zusammen mit deinem Bruder Prinz Ephraim. Ja, euer Hoheit. 5000 Gold erhalten. Yay. Eureka, du hast doch nicht etwa wirklich vor, dieses Wagnis einzugehen. Ich mag es mir nicht vorstellen, wie du dich gerade fühlst. Aber dies ist einfach viel zu gefährlich. Was würde geschehen, wenn Gradus Männer dich gefangen nehmen? Ich danke dir für deine Sorge, Tana. Aber ich habe keine Wahl. Verstehst du es denn nicht, Tana? Ich muss gehen. Eureka. Warum muss dies nur geschehen? Was ist nur aus unserer Welt geworden? Tana. Warum verhält sich Grado so? Imperator Vigard ist ein Mann des Friedens. Sein Volk liebt ihn. Und du und Ephraim seid doch Freunde von Prinz Leon. Was mag hinter diesem Wahnsinn stecken? Warum geschieht all dies? Ich habe keine Antworten für dich, Tana. Ich würde es selbst nicht wahrhaben, aber die Wahrheit ist, dass wir uns im Krieg befinden. Wenn ich nichts unternehme, könnte ich meinen Bruder verlieren, so wie ich meinen Vater bereits verlor. Deswegen muss ich kämpfen. Das ist die einzige Antwort, die ich im Moment habe. So, Leute, das war's. Ein bisschen Überlänge, der Part. Ansonsten, das wäre es dann erstmal wieder für diesen Part. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Und viel Spaß mit den weiteren Videos. Euer MatchupMafia96 meldet sich ab. Ciao.